Ich weiß nicht, ob das unbedingt spannend anzuschauen ist. Aber davon gab es, jedenfalls soweit wie ich auf YouTube gekommen bin, noch gar kein Let's Play. Das heißt, ich dürfte jetzt der Erste sein. Vom zweiten Teil habe ich eins gefunden, das war aber ziemlich schlecht, das war so vom Fernseher abgefilmt. Weil es Warriors Orochi 2, soweit ich weiß, nur für die Playstation gibt. Ja, in der Mitte sehen wir mal unsere bzw. gegnerische Offiziere labern. Und wir haben Level Up mit... Ja, das zählt jetzt aber nur für ihn hier. Aber bei dem bleiben wir erstmal kurz, weil wir eben eine Axt aufgesammelt haben, die unseren Damage verdoppelt für kurze Zeit. Das heißt, der drückt jetzt ein bisschen was raus, ist zwar trotzdem nicht viel, da sind die Schuhe, die unsere Geschwindigkeit verdoppeln. Und dann gucken wir mal, wer Danemon Ban tot bekommt. Ich finde auch, dass die Namen, es ist einer von den Samurai Warriors Offizieren. Und dann muss ich sagen, dass ich die japanischen Namen teilweise schwerer auszusprechen finde, als die von den aus den Dynasty Warriors Teilen. Aus, ich glaube, es war ja China, müsste, wenn die anderen aus Japan sind. Und hier haben wir Musketentruppen, die nicht wirklich was abziehen. Die Charaktere sind auch noch in drei Klassen eingeteilt. Das sehen wir unten an diesen komischen bunten Ringen, die um die rum sind. Der gelbe ist ein Technik-Char, der rote ist ein Stärke-Char. Und dann gibt es noch blaue, die sind auf Geschwindigkeit und Geschick. Die finde ich auch am besten. Aber da haben wir momentan keinen. Was die Besonderheit beim Stärke-Charakter ist, weiß ich gar nicht. Der Technik kann, glaube ich, ja, den hier machen. Wenn man nach zwei Schlägen so einen anderen Special-Angriff aktiviert, dann gibt es halt eine lange Combo. Das könnte man sonst erst machen, wenn man eine von den späteren Waffen freigeschaltet hat, beziehungsweise ein hohes Level hat. Und die können das halt von Anfang an. Da sind die speziell auf Level 1, ja, wenn man es braucht, stärker als die anderen Klassen. Ja, der Geschick hat halt den Vorteil, der kann Doppelsprung, den ich, ja, gut finde, weil man dann schnell über die Map kommt. Das war eben ein Torhauptmann. Kann man die Tore erobern, dann kommen keine Gegner mehr durch. Außerdem droppen die mal Erfahrung. Und Erfahrung gibt es halt auch fürs Metzeln. Wenn wir hier ein bisschen was kaputt kloppen, gibt es Erfahrung. Und wir können uns hier, wenn wir den Balken nicht voll haben unten, können wir uns aufladen. Ja, dann geht er halt hoch. Ich glaube, in dem Spiel gibt es keinen Bogen, den man von Dynasty Warriors kennt. Und da vorne ist Suzu, Suzu, irgendwie so. Den kennt man auch, einer der bekannteren. Den gab es, glaube ich, sogar schon in Dynasty Warriors 1, obwohl das ja mehr so wie Tekken war. Und jetzt müssen wir ganz schnell drücken, damit wir den Putt überleben. Nein, nicht überleben, aber damit wir den Vorteil bekommen. Und jetzt gibt es eine Kombo in die Fresse. Ja, das hat jetzt aber nicht so viel gebracht. Naja. Es ist immer so gewesen bei den Teilen. Die Offiziere, die man selber spielen kann, wo auch er dazu zählt, die sind stärker als alle anderen. Man sieht, der hält richtig viel aus. Der erste, den wir... Ach, da ist noch einer von denen. Zhao Yuan. Und das könnte ja ziemlich schwer werden. Ach, jetzt kommt noch ein dritter dazu. Aus den Samurai-Teilen. Ja, müssen wir mal gucken. Möchte nicht direkt im ersten Level failen. Naja. Dürfte aber machbar sein. Schießen wir mal so ein paar Bällchen. Die explodieren dann. Machen hier so ein bisschen Eis. Friert die Offiziere zwar gar nicht ein. Ja. Er holt gleich mal sein MG raus. Ich glaube sogar einen Charakter mit Pistolen. Den will ich auch eigentlich haben, weil den fand ich mal ziemlich geil. Ach, hier so ein Siegel. Jetzt haben wir 10 Sekunden lang unbegrenzt Special Attack. Und das werden wir direkt mal nutzen. Mit ihm hier. Zack, zack, zack. Gehen wir mal ein bisschen durch die Massen durch. Kann sein, dass das die Besonderheit zum Stärke-Chart ist, dass halt diese Blitze runterkommen, wenn wir was treffen. Will aber nicht irgendwelchen Scheiß erzählen. Bin mir da nicht sicher. Ja, und man sieht, das haut ordentlich was weg. Ihn hat jetzt zwar nicht gestört, aber die kleinen Gegner sind schon mal alle tot. Ja, und jetzt bekommen wir wieder von Sack. Komm her.
bis jetzt gibt's noch niemals. Ja, die sind doch nicht wirklich beeindruckt davon, wenn wir die mit unserer Axt schlagen. Die reagieren dann nicht mal drauf. Machen wir halt den Propeller. Kann ich mich daran erinnern, dass der Propeller wirklich stark war? Der eine. Ich meine, das Spiel hat viele neue Angriffe, die es in den Warriors-Teilen vorher nicht gab. Da zählt auch der Propeller dazu. Die neuen Angriffe sind auch nicht unbedingt schwach. Hallo, lass mich. Ja, machen wir mit ihm mal wieder was. Ah, das läuft echt gar nicht so schlecht. Kann man sagen. Könnte aber besser laufen. Weil die Offiziere ja viel aushalten. Hätte nicht gedacht, dass ich heute nur seinen Level aufnehme, aber so wie das hier aussieht, geht's nicht mehr. Weil ich, um genau zu sein, noch eine Viertelstunde etwa aufnehmen kann. Dann muss ich AFK. AFK. Away vom Keyboard. Falls das jemand nicht weiß. Ah, und Zhao Yuan ist tot. Da gibt's eine dicke Erfahrungsrolle. 600 Punkte. Kennt man auch, dass die spielbaren Offiziere bessere Belohnungen droppen. Da hinten liegt noch eine Kiste. Können wir uns auch mal mitnehmen. Und jetzt machen wir mal hier die Kombo. Ja, man sieht, die zieht uns von unserem Balken die Hälfte ab momentan. Den Balken kann man aber später noch länger machen. Mir ist das nicht mehr ganz so tragisch. Ja, und er, der etwas breitere Geselle, der hält hier einiges aus. Nicht mal mit doppelten Schaden bekommen wir ihn sich runter. Wir haben schon 400 Gegner besiegt. Und das in der ersten Mission, das ist, ja, für hier ziemlich viel. Aber wir spielen nicht auf Easy, da kann man nicht so durchrushen. Und komm, friss Bälle. Friss Bälle. Das hier war auch mal ziemlich stark. Das ist sein Sprung-Special. Auch den gab es, glaube ich, in den anderen Teilen nicht. Und jetzt frisst er aber. Na, komm, jetzt bist du fast tot. Und du bist tot. Ich glaube, wir werden auch hauptsächlich KOP spielen. Weiß nicht, welche Charts wir über die Kampagne noch freischalten. Falls ein cooler kommt, nehmen wir den natürlich, aber erstmal bleiben wir bei ihm, weil er die stärksten Angriffe hat. Zum Beispiel der hier. Der haut richtig rein, wenn man damit gut trifft. Und die Tore sind offen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und da sehen wir, da kommen schon wieder tonnenweise Offiziere. Und der trifft uns natürlich gleich. Und da ist der Chef. Huangai. Huangai. Ja, jetzt sehe ich nichts. Man sieht, er hat jetzt schon eine 5er-Kombo, weil er ein paar Level-Ups gemacht hat. In dem Spiel geht es ja ein bisschen weiter als die üblichen 6er-Kombos. Lasst mich wechseln. Sonst gab es immer 6er-Kombos. Hier gibt es, glaube ich, bis 9 oder 10 bei manchen Charakteren. Das variiert aber. Und das war jetzt total nutzlos. Gucken, dass wir damit ein bisschen Zeit gewinnen. Indem wir hier so rumwirbeln. Das macht übrigens auch ziemlich viel Damage. Man sieht ja, wir bekommen ordentlich Kills, haben zwei in Doppel-Damage. Aber das ist doch so nicht schlecht. Yay, Roffelkopter. Roffelkopter. Lass mich in Ruhe, Sau. Ja, wenn ich mir einen anderen Safe-Game behalten hätte, dann würde ich die jetzt wahrscheinlich alle one-hitten. Das wäre nicht ganz so cool. Dann kann ich mir das letzte Play nämlich auch schenken. Und zack, jetzt geht's in die Fresse. Und nochmal. Bam. Geschick erhöht. Weiß nicht mehr, was das bringt, glaube ich, Laufspeed oder sowas. Ich will nichts Falsches sagen. Ich leg mich da nicht fest. Sag einfach mal, dass es Laufspeed war. Na komm, schnapp dir die jetzt. Und Jump Attack. Zack, 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 der kann sich nicht wehren. Und wir ziehen ihm ordentlich rein. Von daher ist schon mal nicht schlecht. Und du bist gleich tot. Ja, er bekommt anscheinend öfters mal vor die Fresse. Sobald wir ihn auspacken, gibt es immer vors Maul.
Aber da liegt Erfahrung. Oh, 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 was geht denn ab? Er hat jetzt einen Double Damage getroffen.